Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lego Rock Raiders mit 5 Energiekristallen, die wir jetzt gerade gefunden haben. Da werde ich doch gleich schon mal einen kleinen Transporter in die Warteschleife setzen. Der auch schon da ist. Und ja. Der darf dann auch gleich mal besetzt werden. Ja, was will ich in der Prio-Liste? Achso, hab ich die schon aufgewertet? Ja. Hallo, liebe Fledermäuse. Auch schön, dass ihr da seid. Aus mit dir kann ich jetzt... Nein, ach, jetzt könnte ich. Aber bohren wir einfach weiter. Wir werden schon an ein paar Energiekristalle kommen. So ist es ja nicht. Und ich setze dich in die Warteschlange. Und ich will ehrlich gesagt noch dafür sorgen, dass ich rund um die Basis verteidigt bin. Ach, da ist auch wieder so ein unsichtbarer. Ach, schön. Schön mit den ganzen Fledermäusen hier. So, Energiekristall ist auch einer da. Mindestens. Das heißt, es wird für den Chrome Crusher Powerbohrer vielleicht schon reichen. Das fände ich ja auch schick. Das Verteidigungsnetz schaut an sich auch ganz gut aus. Da oben könnte noch einer stehen. Ein Zaun. Und der Chrome Crusher Powerbohrer ist da. Sehr schön. Solange die Versorgungsstation läuft, ist alles in Ordnung. Und dann steigt mal einer ein. Und dann bohr, was das Zeug hält. Eigentlich wäre fast eine Aufrüstungswerkstatt noch relativ sinnvoll. Weil Gründe. Dass der sich ein bisschen schneller fortbewegen kann. Aber das sollte an sich machbar sein. Da habe ich jetzt halt ehrlich gesagt nicht so die Riesenpanik davor. Und hallo, liebes Spiel, fang nicht unnötig an zu ruckeln. Und einfach weiter bohren. Das geht ja schnell mit dir. Ein Energiekristall wurde gefunden. Chrome Crusher Power. Und dann werden wir unseren Fuhrpark demnächst noch erweitern mit entsprechenden weiteren kleinen Transportern. Es gab einen Fehlwunsch. Chrome Crusher Power. Aber ich habe irgendwie die Befürchtung, hier hinten warten keine Energiekristalle. Oder nur wenig. Die meisten werden wahrscheinlich oben in der Richtung sein, wo die ganzen Rockmonster unterwegs sind. Ja, du darfst bohren, bitte. Und ich scheuche schon mal jemanden auf, los, die Rockmonster ein bisschen zu reizen. Das ist, glaube ich, keine schlechte Idee. Weil ich ja an sich relativ gut verteidigt sein sollte.
und wahrscheinlich eh jeder noch seinen Schubstrahler mit sich rumschleppt. Der zwar eigentlich erst wirklich interessant wird, wenn man die Schleimschnecken hervorlockt. Ja, bohren bitte. Ah, noch ein Energiekristall. Hast du... Du hast keinen Schubstrahl. Ja, lass ihn mal spielen hier. Ja, der rennt natürlich gleich zu diesem Energiekristall. Na dann, guten. Na, jetzt werde ich erstmal, ich glaube, mit den Rockmonstern aufräumen. Und Erz brauchen wir nicht, aber dafür schnappst du dir auch noch einen Schuhstrahl. Doch. Wenn ich... Na. Da hinten ist meine Verteidigung noch ein wenig schwach. Und als Priorität ist natürlich auch jetzt absolut das Energiekristall sammeln. Und das Erz werde ich dann wahrscheinlich demnächst auch verbieten. Ein Monster ist erschienen. Chrome Crasher Powerball. Ach stimmt, ich habe ja den... Ich habe ja... Das hatte ich ja ganz vergessen, dass ich dich ausgeschaltet hatte. So, kleiner Transport in die Warteschleife. Sehr schön. Dann hier auch mal direkt jemand einsteigen. Macht ihr das auch ohne? Den brauche ich, denke ich mal, gerade nicht. Wenn die Monster irgendwie... Die werden schon rechtzeitig bei mir in die Verteidigungslinie reinrennen. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Doch, ich bin soweit ganz zufrieden. Und genügend Zeug zum Weggraben haben wir ja auch noch. Mit dem passenden Bohrfahrzeug geht das dann auch. Wobei ich ja am Anfang gedacht habe, dass so Missionen, die viel mit Lava und sowas zu tun haben, dass ich mich an denen gestört, also dass die richtig schwer werden. Aber was sich ja dann jetzt auch so bei den letzten beiden Missionen gezeigt hat, ist ja auch, dass die letzte Mission, die mit dem 45 Energiekristalle, mit dem Lava-Level, das ging ja an sich eigentlich recht gut von der Hand. Also da kann man eigentlich nichts sagen. Und ich glaube, mit drei kleinen Transportern dürfte das gehen, dass wenn irgendwo mal ein großes Energiekristall vorkommen ist, dass ich das dann relativ schnell evakuieren kann. Was ich da so verliere. Oder wenn der Chrome Crusher Power Bohrer kaputt geht und
Ja, komm, Erz sammeln wird verboten. Habe ich mit 20, glaube ich, eh erstmal genug. Die Transporter werden dann auch auf längeren Strecken nicht hungrig. Das ist sehr schön. Und hier kann ich mich da ein bisschen durchwühlen. Das geht ja auch an sich alles ganz fix. Und wenn dann irgendwo anfangen, die Schleimschnecken zu nerven, dann habe ich auch hoffentlich genügend Rock Raiders mit Schubstrahlern. Um die dann in Schach zu halten. Das ist dann wieder ein Spiel auf Zeit, aber das war an sich eigentlich eine Taktik, die war nicht sehr elegant, aber anders hätte ich das beim letzten Mal definitiv nicht geschafft. Und jetzt weiß ich ja inzwischen auch, dass wenn wenn sie keine Energiekristalle zurückbringen wollen, einfach mal das Kraftwerk neu bauen und dann sollte sich das auch erledigt haben. Dann hoffe ich bloß, darf ich halt bloß hoffen, dass sie nicht wieder quer über die Karte rennen und von überall die ganzen Erzbrocken, die ich jetzt ihnen jetzt verboten habe, zu sammeln, dass sie die dann holen. Boah, den hier mal. Ah, ich überfordere ihn, glaube ich, gerade wieder mit Aufgabenlisten. Soll ich mal in die Ego-Perspektive gehen oder in die Zack. Weg damit. Oh ne, ich glaube, da habe ich auf langfristige Sicht keine Lust drauf. Wieso brauchst du hier nicht? Nee. Hallo? Achso, ich war in der Ich-Perspektive. Hahaha. Ich habe mir schon gedacht, das ist aber eine komische Top-Down-Ansicht. Ja, aber noch hält sich das mit den mit diesem reichlichen Energiekristallvorkommen noch ein bisschen in Grenzen, muss ich ja mal sagen. Ach, da ist ein Energiekristallflitz. Gut, ich sollte mich weiter über Erzvorkommen beschweren, dann Erzvorkommen über Energiekristallvorkommen. So, ich habe, glaube ich, auch noch nie mit einem Chrome Crusher Powerbohrer einen Energiekristallflitz angebohrt. Mal schauen, wie schnell das geht. Aber das geht ja auch recht fix von der Hand. So, und ich glaube, jetzt fängt es dann demnächst an, dass die Schleimschnecken auftauchen. Bei einem hohen Energiekristallbesitz. Aber bis jetzt ist es noch nicht so stressig. Also da hatte ich schon... Vielleicht, weil ich mich auf dieses Missions... Modell eingestellt habe. Weiß ich nicht. Aber ich glaube, da ist trotzdem immer noch irgendwo ein kleiner Haken an der Geschichte. Und ich habe ja jetzt auch noch mal um die 10 bis 15 Energiekristalle auch noch mal auf Reserve, also in Form von Gebäuden. Und das sind schon fast 20, die ich auf Reserve habe. Mit den kleinen Transportern, mit dem Super-Teleporter, den ich jetzt eigentlich auch nicht mehr brauchen sollte. Ich weiß aber ganz genau, wenn ich den jetzt abreiß, dann geht mir der Chrome Crusher Powerbohrer garantiert irgendwie kaputt. Oh, eine neue Höhle. Mit vielen Energiekristallen und ist das ein Aufladeflöz? Schaut fast so aus. Das würde das Ganze ja auch nochmal angenehmer machen, wenn... Hm.
Also jetzt habe ich dann gerade auch nicht so die Riesenpanik, wenn das ein Aufladeflöz ist, auch nicht die Riesenpanik vor den Schnecken, muss ich ja mal sagen. Und ich werde jetzt auch nochmal das Tempo einfach erhöhen, weil es gibt jetzt halt gerade nichts, vor dem ich mich aktiv fürchte. Und es ist ein Aufladeflöz, also habe ich vor den Schnecken auch, also ich glaube die... Nein, ich will nicht weglasern. Ich glaube, die können auch noch zu einer echten Plage werden. Also das möchte ich, da habe ich sie schon das ein oder andere Mal unterschätzt. Weil sie mich ja in der einen Mission, wo sie das erste Mal aufgetaucht sind, auch weitestgehend in Ruhe gelassen haben, weil ich zu weit entfernt war. Also weil die Basis zu weit entfernt war, als dass sie sich großartig dafür hätten interessiert, also dran, ja, die hatten keine Motivation hinzukommen. Und aber die vorletzte Mission hat mir schon echt deutlich gezeigt, dass ich die Burschen definitiv nicht unterschätzen darf. Aber bis jetzt läuft das doch alles eigentlich. Wir haben keine riesige Rockmonster-Invasion. Die Schnecken zeigen anscheinend momentan auch noch überhaupt kein Interesse. Was haben wir denn da? Ja, da haben wir noch viel, wo wir uns durchbohren können. Das gefällt. Dieses Mehrfachklicken. Und da ist es mir jetzt gerade auch egal, dass ich effizienter bohren könnte, aber na gut, wenn du so fährst, dann auch. Aber es ist ja eh, man kommt ja mit dem Chrome Crusher Powerbohrer so schnell durch. Bitte hier bohren, aber jetzt hat... Ich warte immer noch auf dieses Riesenvorkommen an Energiekristallen, das mir hier versprochen wurde. Aber das wird schon noch auftauchen. Und jetzt muss ich auch sagen, wenn jetzt halt irgendwo Lava auftauchen sollte, genau, ich verhaspel mich heute so oft. Ich weiß nicht, woran das liegt. Wenn jetzt irgendwo Lava auftauchen sollte, bin ich davon auch nicht sonderlich sehr beeindruckt, weil ja, das würde eine ganze Weile brauchen, um mich da wirklich so einzuschränken, dass ich da keine Chance mehr habe, also. Und mit der anständigen Verteidigungslinie, die ich aufgebaut habe, nee. Und wieder 3 Energiekristalle, sehr schön. Da haben wir ja schon echt die Hälfte geschafft von den benötigten Energiekristallen. Ach, da oben ist auch noch ein Energiekristallflöz. Naja, da sind wir auch schon fast. Also, ja, ich hatte mir... Also, ich will mich jetzt nicht beschweren, aber irgendwie... Ja, hatte ich mir jetzt von der letzten Mission ein bisschen mehr erwartet. Also, ich will jetzt hier nichts beschwören, aber... Gut, ich... würde jetzt einfach mal sagen, nachdem wir jetzt mit der Folge schon wieder weitestgehend am Ende sind, ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet und sag einfach bis dahin und ciao!